Alle, ich grüße euch. Ich mache heute bei dem 50 Random Facts Tag mit und ich habe den bei verschiedenen YouTubern schon gesehen und ich fand es wahnsinnig interessant und richtig toll anzuschauen und deswegen habe ich mich gestern hingesetzt und habe ein bisschen was aufgeschrieben. 50 verschiedene Fakten über mich, die ihr vielleicht schon wusstet, vielleicht aber auch nicht und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich habe mir vorgestern das Album von Crow gekauft und bin verliebt. Verliebt. Und ich habe die ganzen letzten Tage nichts anderes getan, als Crow zu hören. Ich bin ein wahnsinnig unordentlicher Mensch. Und wer meine Videos schon länger sieht, weiß das, weil ich das immer wieder sage, dass ich das gerne an mir ändern würde. Jetzt gerade im Moment ist es aufgeräumt. Das liegt aber auch nur daran, weil in dieser Ecke alles einfach reingeschmissen wurde, was ansonsten hier liegen würde. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Konzerte und ich gehe ja auch manchmal auf Konzerte, wo mich die Musik nicht so ganz interessiert, wo ich aber gerne die Show oder die Leute sehen würde. Und ich habe da so meine kleine Crew, also meine Steffi und meine Schwester, wir gehen immer zu dritt auf Konzerte und das macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß und ich habe schon ganz, ganz viel gesehen und ja, dafür gebe ich immer wahnsinnig viel Geld aus. Im Moment trage ich wahnsinnig viel falsche Wimpern und ich entschuldige das immer damit, dass ich üben muss, sie mir anzukleben, weil das ist eine Sache, was leider falsche Wimpern mit sich bringen. Man muss es üben, bis man es mal rausgefunden hat, wie es funktioniert und auch ich finde, dass ich noch nicht angekommen bin, damit es perfekt ausschaut, aber ich habe einfach eine große Liebe an diesem Effekt, den man hat, wenn man nach unten schaut und man hat falsche Wimpern drauf, dass das einfach so wahnsinnig voll ist und ich liebe das einfach. Ich habe zwar einen Führerschein und den auch rechtlich erworben, allerdings fahre ich wie eine Hausfrau. Ich liebe Jennifer Rostock und Jennifer Rostock ist eine der tollsten Frauen, die es gibt. Und ich liebe die Musik von ihnen und ich finde, als richtiger Jennifer Rostock-Fan gehört das sich, dass man einfach jedes Wort einzeln auswendig kann. Und das war immer das Tolle, was für mich als Aufgabe war, wenn ein neues Album rausgekommen ist, saß ich mit dem Booklet tagelang da und habe es auswendig gelernt, sodass ich dann auf den Konzerten mitbrüllen konnte. Das auch noch in Vollsuff und das fand ich auf jeden Fall, ja... Jennifer Rostock-Konzerte, glaube ich, muss ich nicht dazu viel sagen. Jeder, der mal beim Rostock-Konzert war, weiß, was da los ist. Ich liebe Inlineskaten. Ich fahre wahnsinnig gerne Inlineskate. Allerdings mache ich es dafür viel zu wenig. Ich habe eine beste Freundin und nichts auf dieser Welt würde uns auseinanderbringen, außer wir selber. Und sie weiß, was damit gemeint ist. Das ist meine IKEA-Bettwäsche und es ist die wunderschönste Bettwäsche, die ich jemals gehabt habe. Und seitdem ich sie habe, habe ich nichts mehr anderes auf mein Bett getan, außer dir. Ich wasche sie immer sofort und klatsche sie wieder drauf, weil das ist einfach die wunderschönste Bettdecke. Und sie hat, habe ich schon erwähnt, nur 20 Euro gekostet. Gerade im Moment trage ich mein Schlafshirt. Wenn ich arbeite, verbringe ich meine Pausen grundsätzlich bei der Barbara, bei der Blondie Blatt und ihr Kanal ist in der Infobox. Den Münchner U-Bahn-Fahrplan kann ich auswendig. YouTube ist eins der besten Dinge, die mir jemals passieren konnte. Immer wenn ich das Fame von Lady Gaga aufsprühe, sage ich, dass ich nach Einhorn rieche und das verstehen nur die Leute, die ein kleines Monster sind. Ich besitze im Grunde genommen überhaupt keine richtigen Sommerklamotten, sondern eigentlich nur Winterklamotten, die kombinierbar sind mit dicken Strumpfhosen und dicken Schals. Aber im Grunde genommen besitze ich nicht wirklich richtige Sommerklamotten. Es gibt einen Grund, warum ich Mac so toll finde. Ich habe letztens meinen alten Nintendo Game Boy wie auch immer rausgekramt und habe anfangen wollen, dass... Pokémon-Spiel wieder zu spielen. Und zwar habe ich hier drinnen die rubinrote Edition. Und ich war früher auf den Pausenhöfen oder auch ja, als Kind, wo das Ganze rauskam, da war ich ungefähr in der 4., 5. Klasse, war ich die Nonplusultra-Tante. Ich wusste über alles Bescheid und ich habe immer allen anderen das Spiel zu Ende gespielt, weil ich wusste, wie es funktionierte. Und ich war einfach voller Checker und ich habe Pokémon geliebt und hatte alle Editionen und alle coolen Gameboys und habe dann meine alten immer verkauft, damit ich mir den neuen Gameboy kaufen konnte. Und ich war voll drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, holst du doch mal deinen alten Gameboy wieder raus und fängst du von vorne an und spielst das jetzt einfach mal in 3 Tagen durch. Ich bin bis heute nicht aus der ersten Stadt rausgekommen und das ist seit 2 Wochen her. Ich liebe Marilyn Monroe. Sie ist eine wunderschöne Frau und ich liebe ihre Filme. Wenn ich traurig bin, dann schaue ich ihre Filme und fühle mich irgendwie immer wahnsinnig gut dabei. Ich habe immer noch Kontakt mit meiner allerersten Abonnentin.
Ich freue mich so unglaublich auf den Sommer, da ich beschlossen habe, mir Sommerklamotten zu kaufen und dieses Mal den Sommer richtig, richtig auszuleben. Und ich kann es kaum erwarten, dass endlich die Sonne scheint, ich in Flipflops und in kurzen Shorts dann draußen rumrennen kann. Ich sammle seit 4 Jahren meine Instyles. Jeden Monat kaufe ich mir die Instyle und kriege es nicht übers Herz, sie wegzuschmeißen. Das heißt, in meinem Badezimmer steht ein riesengroßer Stapel voller alter Zeitungen, die im Grunde genommen kein Mensch mehr braucht. Ich mich aber wahnsinnig freue, dass sie da sind und ich kann diesen Papierstapel einfach nicht wegschmeißen. Als ich in der ersten Klasse war und so die ersten Tage der Schule war und ich immer von der Lehrerin aufgerufen worden bin, bin ich aufgestanden, bevor ich etwas gesagt habe, weil ich das in den alten Kinderfilmen immer gesehen habe, bis mir dann jemand sagte, ich kann sitzen bleiben. 330 Tage trage ich im Jahr roten Nagellack. Bei Starbucks bin ich am liebsten und am allerliebsten trinke ich schwarzen Kaffee mit Süßstoff, wahlweise auch mit Vanillearoma. Ich habe mir vor einer Woche durch einen Gutschein mir einen Ring bei Swarovski bestellt und seitdem liebe ich diesen Ring. Ich trage mit meinen Abonnenten ein Armband. Ich liebe Haarreifen und ich habe eine unglaubliche Schublade voller Haarreifen mit irgendwelchen Blümchen und Schleifchen und Perlen und was weiß ich nicht alles. Ich trage es nie. Ich besitze keine einzige Hose, nur Leggings. Und über das Wort Leggings lässt sich auch streiten. Ob es das gibt, Leggings, sagt man das so? Leggings. Leggings. Mehrzahl von Leggings. München bei Nacht ist am schönsten. Ich habe eine unglaubliche Schwäche für Männer in Tracht. Ich liebe Männer in Lederhosen und in rot-weiß karierten Karo-Shirts. Das ist so sexy. Ich habe eine lange Zeit sehr intensiv Tennis gespielt und war eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich weiß nicht, warum ich das aufgehört habe. Dieses Jahr habe ich meine große Liebe zu Blush entdeckt und ich glaube, mehr dazu brauche ich nicht sagen, vor allem für die Leute, die auf meinem zweiten Kanal mir folgen. In der Schule war ich nicht die beste Schülerin, aber ich war verdammt gut darin, alles über jeden immer zu wissen. Ich bin eine riesengroße Klatschtante. Kit ist mein Lieblings-Mac-Lidschatten im Moment. Im Moment schaue ich OC California. 24 Stunden am Tag. Ich liebe die Rocky Horror Picture Show. Das ist mein Lieblings-High Heel. Also der zweite dazu. Also halt meine Lieblings-High Heels. Der Tangle Teaser ist eines der besten Sachen, die jemals erfunden wurden und eines der besten Sachen, die ich mir jemals gekauft habe. Und wenn ihr überlegt, euch den zu kaufen, jetzt klingelt's. Meine Freundin Steffi ist eine Viertelstunde gerade zu früh gekommen. Ich konnte die riesengroße Lush-Tüte von meinem riesengroßen Lush-Winter Sale, Shopping, Exzess bis heute nicht wegschmeißen, weil sie so wunderschön ist. Der beste Puderpinsel, den ich jemals gekauft habe, ist von Ebelin und den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich bin immer noch auf der Suche nach den perfekten Leo-Ballerinas. Ich liebe es, wenn es regnet und ich liebe es, wenn es regnet, einfach am Fenster zu sitzen und rauszuschauen und ich finde überhaupt, es regnet hier viel zu selten. Ich trage meine Haare am liebsten momentan so. Irgendwann werde ich wohl wieder mal zum Friseur müssen. Wenn ich mit meinen Freunden irgendwo hingehe, dann kriegen wir meistens immer ein- bis zweimal eine Verwarnung vom Kellner, dass wir doch jetzt bitte mal leise sein sollen. Das Einzige, was ich am Video machen nicht mag, sind sie zu beenden. Ich kann das einfach nicht. Ich kann diese Videos, weiß ich nicht, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das Ende immer drehen muss. Und ich denke, der letzte Fact, den ich euch jetzt sagen werde, ist, dass ich jetzt mit meiner Freundin Steffi und mit meiner Schwester zum All-You-Can-Eat gehen werde, wir uns vollstopfen werden und über nicht jugendfreie Themen reden werden, wie immer, wenn wir zu dritt unterwegs sind. Und einmal kommt meistens der Kellner und sagt, wenn Sie jetzt nicht gleich leise